Wer von euch wollte auch schon immer mal mehr über Linux und die Systemkomponenten darunter lernen? Da hat die Leo Möller einen tollen Linux-Kurs geschrieben, den sie euch jetzt gleich vorstellt. Bevor der Vortrag aber losgeht, die Talkstage 2021 werden am 13. und 14. November stattfinden. Wieder ein Livestream mit Diskussionen, Workshops und Vorträgen. Also auch so ein Vortrag, wie wir ihn jetzt gleich sehen werden. Wenn ihr selber vortragen wollt oder euer Projekt beispielsweise auch vorstellen wollt, dann könnt ihr das gerne hier über Vortragen machen. Ansonsten merkt euch gerne hier diesen Termin auch in der ICS-Datei vor. Ich würde sagen, das wäre es gewesen und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim kommenden Vortrag. Hallo zusammen, mein Name ist Leo Möller und ich möchte euch heute ein Projekt vorstellen, an dem ich schon relativ lange arbeite, den Linux-Kurs. Ich selbst habe mit Linux 1994 angefangen und damals ging eigentlich noch nichts out of the box. Man hatte irgendwie, also ich hatte jetzt so eine Cirrus Logic Grafikkarte, ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere von euch die noch und da musste man dann seine Xorg-Treiber wirklich selber schreiben. Da war noch nichts mit Auto-Detection und dann hat man irgendwie 3 Tage dran gesessen und versucht irgendwie mal ein X-Windows lauffähig zu kriegen, wo dann irgendwie eine X-Clock drauf liegt und lief und nicht viel anderes. Und das ist heute glücklicherweise ein bisschen anders, da geht viel out of the box. Es hat mir allerdings sehr viel gebracht, ich habe dabei viel gelernt. Es war natürlich eine harte Erfahrung, harte Zeit, aber ich konnte dadurch halt viel Wissen aufbauen. Und das ist eigentlich für mich einer der wichtigsten Punkte bei Linux, weil mit Linux kannst du halt volle Kontrolle über deinen Computer erlangen. Also du weißt wirklich, was drauf läuft, welche Anwendungen drauf laufen, welche Dienste. Du kannst alles im Prinzip so einstellen, wie du möchtest. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Auch jetzt bei Window Managern, ich glaube, das wurde noch vorhin gerade diskutiert, die Zukunft des Linux Desktops. Also da findet jeder oder jede halt wirklich das Passende, da bin ich mir ganz sicher. Doch ohne Wissen geht das natürlich nicht. Also wenn man nicht weiß, was Linux alles bietet oder welchen Schatz man mit Linux tatsächlich entdecken kann, ein ganzes Füllhorn an Anwendungen, kommt man halt auch nicht wirklich weit. Dann ist man eigentlich genauso weit wie mit einem Windows-Computer oder einem Mac. Ja, genau das will ich halt mit dem Linux-Kurs erreichen. Ich möchte nachhaltiges Wissen aufbauen, das euch wirklich langfristig hilft. Also es ist auch komplett distributionsübergreifend. Das Wissen kann man eigentlich im Grunde überall einsetzen und das hilft dir später bei der Verwendung deines Linux-Computers, jetzt im Spezifischen halt mal ein Desktop, ist aber nicht darauf beschränkt. Also das Wissen kann man natürlich auch im Server genauso gut einsetzen. Das Ganze erfolgt im Selbststudium, also online, Learning by Doing, nach dem Learning by Doing Prinzip. Also man hat eine Anleitung und führt dann die Schritte tatsächlich auch selbst aus. Das kann man entweder irgendwie auf dem alten Kompi machen. Ich empfehle immer auch eine richtige Hardware, weil dann hat man irgendwie auch den Ansporn, die irgendwie ans Laufen zu kriegen. Aber es geht auch in der VM. Wir unterstützen da VirtualBox zurzeit. Das ist auch dokumentiert und das kann man sich aussuchen, wie man möchte. Der Ansatz ist halt keep it simple stupid, also wir möchten schon wirklich auch, dass man das Wissen spürbar bekommt, also du sollst halt wirklich auch die Erfahrung direkt an deinem Computer machen mit Befehlen, mit Konfigurationsanpassungen und so weiter und so fort. Ja, und es unterscheidet so ein bisschen, also ein Linux-Kurs unterscheidet so ein bisschen von anderen Linux. Es gibt natürlich tausende Linux-Tutorials im Internet an jeder Stelle, fachspezifisch für einzelne Themen oder auch so ein bisschen allumfassender. Viele haben aber so diesen Top-Down-Ansatz. Also man installiert sich dann zum Beispiel irgendwie ein Ubuntu oder ein Linux Mint oder sowas. Und da läuft halt erstmal schon mal viel. Also nicht so, wie es bei mir damals war. Ich hatte es eingangs gesagt, da lief erstmal nichts und man musste sich wirklich seine grafische Oberfläche erstmal
Programmieren sozusagen. Und deswegen verfolge ich halt mit dem Kurs eher so ein Bottom-up-Prinzip. Also man lernt wirklich von der Basis an das System kennen und kann dadurch halt wirklich auch viel mehr Verständnis aufbauen. Den Ansatz habe ich gewählt, weil es halt oft so ist. Ich kenne auch viele Leute, die halt irgendwie angefangen haben, Linux zu nutzen und aber zum Beispiel die Kommandozeile überhaupt noch nicht kennen. Also viel kannst du ja heute genauso machen wie jetzt zum Beispiel auf dem irgendeinem anderen Betriebssystem. Also irgendwie Medien abspielen, Office-Dateien bearbeiten, im Internet surfen und so weiter. Vielleicht auch noch einen USB-Stick zum Datenaustausch irgendwie nutzen. Das geht mit Linux heute alles out of the box. Braucht man nichts mehr machen. Ja, da verpasst man dann aber ganz viel. Denn die Stärke von einem Linux-Betriebssystem liegt erst dahinter. Die Stärke von Linux ist nicht die tolle Clicky-Bunti-GUI, sondern das Core, was halt den Kernel ausmacht, die GNU-Tools und die vielen Anwendungen, die da drauf laufen. Das Ganze ist powered by Slackware. Wundert ihr euch jetzt vielleicht, warum ausgerechnet Slackware? Vielleicht kennen einige von euch Slackware auch überhaupt nicht. Slackware ist die älteste noch aktive Linux-Distribution. Die gibt es auch eben, seitdem ich angefangen habe. Ich nutze Slackware wirklich schon sehr lange. Natürlich habe ich beruflich auch immer mit anderen Linux-Derivaten zu tun, aber Slackware nutze ich immer eigentlich schon privat und bin sehr zufrieden. Ist aber halt recht anders als irgendwie ein Debian oder Ubuntu oder Mint oder sowas oder Fedora, was auch immer. Ist es sehr einfach aufgebaut, eben auch wie dieses Keep it simple, stupid Prinzip. Und dadurch ist es wirklich halt möglich, von Beginn an Verständnis über die Funktionsweise des Betriebssystems zu entwickeln. Also nicht nur, was macht meine GUI, sondern wie funktioniert tatsächlich mein Betriebssystem. Linux ist auch sehr gut, um überhaupt Betriebssystemarchitekturen kennenzulernen. Der Aufbau ist wie folgt, also der Kurs ist in unterschiedliche Bereiche gegliedert. Es macht schon Sinn, den mal irgendwie chronologisch abzuarbeiten, weil die Teile bauen halt aufeinander auf und ja, die ganze Fülle ergibt sich tatsächlich erst, wenn man den wirklich mal von Anfang bis Ende durchgeackert hat. Man kann natürlich jede einzelne Schritte auch jederzeit als Referenz, wenn man jetzt nochmal nachschlagen will, hey, wie ging das nochmal oder wie kann ich nochmal irgendwie ein Paket installieren, wie kann ich irgendwie eine Firewall konfigurieren oder das kann man natürlich jederzeit nachschlagen. Das Ganze liegt im PDF und im HTML-Format vor. Beim HTML, bei der HTML-Version ist es wie folgt, dass wenn man copy-pasten will, also ich mache es selber auch, ich copy-paste auch, meistens halt den Text, den ich selbst geschrieben habe, aber das kann schon durchaus Sinn machen. Wenn man copy-pasten will, empfehle ich euch da den Chrome zu nutzen, weil Firefox hat halt einen Bug, der fügt dann irgendwie bei Code jeweils irgendwie eine Leerzeile zwischen den Zeilen ein oder solche Sachen. Das ist noch relativ blöd. Ja, dann hat man halt einfach diese Schritte vor sich. Einmal die Installation, also wie kriege ich überhaupt erstmal so ein System auf die Platte. Du bist schon eine Minute drüber. Ja, ich beeile mich. Sehr gut, wenn du zum Ende kommst. Das erste ist die Installation, dann geht es halt in die ersten Schritte. Es wird tatsächlich auch eine grafische Oberfläche konfiguriert. Es geht um Anwendungsprogramme, erweiterte Konfiguration, den Current-Zweig von Slackware, das ist wie eine Rolling-Distribution, ähnlich wie Arch Linux, und man lernt sogar seinen eigenen Kernel zu kompilieren. Behandelte Themen ist natürlich extrem vielfältig. Du lernst viel über die Installation, Partitionierung, lernst aber auch VI kennen, wie konfiguriert man Bash sinnvoll, du lernst die Paketverwaltung kennen von Slackware, wie richte ich eine Firewall ein, was ist Wine und vieles, vieles mehr. Bei den Desktops haben wir uns auf XFCE und KDE Plasma konzentriert. XFCE wird sehr ausführlich beschrieben, aber es wird auch auf die Installation und Basiskonfiguration von KDE Plasma eingegangen. Ja, wenn du Interesse hast, besuch uns einfach auf unserer Webseite www.linuxkurs.ch. Es gibt auch eine Telegram-Gruppe t.me/linuxkurs. Oder schreib einfach mit. Also das Projekt ist kollaborativ gehalten. Jeder kann irgendwie
Text beitragen oder Korrekturen einbringen über unser Git-Repository. Das war es auch schon mit meiner kurzen Vorstellung vom Linux-Kurs. Ich bedanke euch und bedanke mich, und falls ihr noch Fragen habt, fragt gerne. Genau, eine Frage hast du ja schon beantwortet. Und zwar hat jemand gefragt, ob es dazu einen Link gibt. Den hast du ja hier auf deinen Folien. Mhm. Und sonst hat noch jemand gefragt, ob sich der Kurs an dem LPIC orientiert. Na, orientiert tut er sich nicht. Es ist wirklich freigestaltet, aber du lernst natürlich extrem viel Wissen, was du auch im LPIC gebrauchen kannst. Also das ist ja Grundwissen, was überall gültig ist. Ja, sonst gibt es eigentlich, glaube ich, keine weiteren Fragen. Ja, dann danke ich nochmal fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen weiteren Tag bei den Klux-Tagen. Bis bald. Tschüss.